Hi, ich bin Ben von Smith Toys und heute wird experimentiert. Dafür habe ich für euch den Big Fun Chemistry Experimentiersatz von Kosmos. Da ist alles mit dabei. Reagenzgläser, kleine Trichter, jede Menge Pipetten, Messbecher, verschiedene Materialien. Hier ist auch die Elemente-Tabelle drauf und ein Buch voller spannender Experimente. Schauen wir mal, welches Experiment wir heute machen. Oh ja, das sieht spannend aus. Es blubbert und schäumt. Für das Experiment braucht man Natron, Essig, Wasser, dann wir Spülmittel und zwei Reagenzgläser und natürlich die Chemiestation. Schwierig, aber wir haben ja die kleinen Trichter. Jetzt noch ein halber Zentimeter Essig in jedes Glas. Mit 1 der Gläser kommen 5 Tropfen Spülmittel. Jetzt noch ein Messlöffel Natron. Oh, es schäumt schon. Oh, das schäumt richtig. In dem Glas mit Spülmittel bleibt der Schaum viel stabiler. Gutes Experiment. Machen wir das nächste. Boah, es sind so viele Experimente. Ah, das sieht gut aus. Der Zuckerzauber. Was brauchen wir dafür? Petrischale, natürlich eine Chemiestation, eine Pipette, zwei Reagenzgläser, die Färbetabletten. Und dann kann es losgehen. Als erstes die Gläser in die Station und 2 cm mit Wasser füllen. Jetzt nehmen wir die Farbtabletten und tun sie in die Reagenzgläser. Und mit der Pipette ein paar Tropfen der Farblösung drauf. In die Petrischale Wasser füllen. Zuckerwürfel in die Petrischale tun. Oder das Wasser färbt sich und trifft sich gleich in der Mitte. Zuckerwürfel lösen sich auf, bis die Farbe gleich verteilt ist. Warum das alles so ist, steht alles in dem Buch drin. Wenn ihr selber experimentieren wollt, holt euch den Big Fun Chemistry Kasten jetzt bei Smith Toys. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Smith Toys Superstores.